Ja, da sind wir wieder. Der Döskopf und das Anton. Kopfhörer brauchen wir noch. Und dann kann es losgehen. Wir müssen leveln, leveln, leveln. Oh, Riesenumweg. Ich dachte, ich komme irgendwie von hier aus ran. Komme ich nicht von hier aus ran? Ha. Okay. Wenn ihr das so sagt, wird das schon so stimmen. Ah, Moment, ich kann doch jetzt meine Skelette nochmal angucken. Knochen. Hey, Malizia TV, na? Alles fit? Knochenmagier nutzen ihre eigenen Körper als Projektile, was? Die auf Kosten ihres eigenen Lebens schweren Schaden verursachen. Das ist ja interessant. Reduziert die Lebenskosten der Angriffe euer Knochenmagier von 15% auf 10%, nachdem sie 5 Sekunden lang am Leben waren. Verursachen Knochenmagier 40% mehr Schaden. Das heißt, man geht davon aus, dass sie nicht sehr oft so lange überleben. Ein Kurios. Jedes Mal, wenn ein Knochenmagier durch seinen eigenen Angriff stirbt, hinterlässt er eine Leiche und verleiht euch Stählung in Höhe von 11% eures Basislebens. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber da muss ich ja wirklich aktiv Skelette nachbeschwören. War wirklich aktiv. Aber er hinterlässt eine Leiche und gibt mir Stählung. In dem. Ich probiere das mal aus. Ich probiere erstmal die erste Form aus. Die mehr Schaden macht. Und dann gucken wir uns die zweite an. Liege K.O. im Bett, ganze Familie positiv auf Covid, haben mich angesteckt damit. Bin eben wach geworden und wollte mal Hallo sagen. Ah, Mensch, da. Wir hatten es auch in der Bude, aber ich hatte Glück. Also mich hat es nicht erwischt. Naja, tut mir leid. Ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm. Ansonsten wünsche ich dir einfach nur gute Besserung, Mann. Tut mir echt leid. Na, so eine Kacke. Alles abgekriegt, ha? Warum konnte ich die Leichen gerade nicht benutzen? Und warum spacken die Skelettkrieger so komisch rum? Kann man das mal mit erklären? Wir sind doch Leichen. Da. Und diese Knochenmagier, die verletzen sich jetzt selbst, ja? Das will ich sehen. Das will ich jetzt sehen. Ja, doch, die HP gehen schon ganz schön aggressiv runter. Aber dadurch, dass ich ausgewählt habe, dass die weniger Schaden bekommen, geht es nicht so aggressiv runter. Andere Alternative wäre, man lässt sie absichtlich sterben und profitiert dann von der Stählung. Ja, ich weiß nicht, das ist merkwürdig. Passiert manchmal. Meistens, wenn man in Städten rumläuft. Komischweise jetzt gerade. Vielleicht kann ich es durch einen Teleport korrigieren. Ich weiß es nicht. Jetzt laufen sie normal. Mal gucken, wie sie nach dem Zurückteleportieren laufen.
Ja, alles wieder normal. Moment, wir probieren jetzt. Wir probieren das mal aus. Mit der Leiche und der Stählung. Das könnte ja auch allgemein dann mit der Skillung hier recht interessant werden. Wir probieren das einfach mal. So, mal gucken. Ja, also Neko definitiv macht richtig Gaudi. Ich habe ja letztes Wochenende habe ich Rogue gespielt und dann Sorg. Die Sorg war super mäßig overpowered im Vergleich zur Rogue. Muss sagen, also das hat sich ein bisschen unfair angefühlt. Jetzt den Necro probiert und der ist wieder genauso overpowered wie die Sorg. Macht Spaß. Also die Rogue ist underpowered, das ist das Problem. Ja, Sorg genauso. Sorg genauso. Du zerlegst alles easy. Sind beide halt völlig overpowered. Bei der Sorg finde ich, dass die Summons einfach viel zu stark sind und auch nicht sterben können. Die haben ja keine HP. Also Hydra, Blitzspeer und Eisklingen. Kombinierst du das mit Eisnova und Eisrüstung? Und dem Kettenblitz bist du unaufhaltbar. Und bei dem genauso, die Summons sind zwar tötbar, aber machen übelst viel Schaden. Und ja, der ist wirklich overpowered. Genauso wie die Sorg. Beide völlig overpowered. Druide probiere ich dann morgen. Da bin ich noch nicht angekommen. Auf jeden Fall wird da noch dran rumgeschraubt. Ich finde es immer ein bisschen traurig, dass eine Firma, die so groß ist, es nicht hinbekommt, Charaktere halbwegs gebalanced zur Beta dahinzustellen. Also, es gab doch schon Tester. Ne? Es gab doch hier so eine NDA-Testphase, Alpha-Test oder was auch immer. Warum haben sie es dann nicht geschafft, zumindest halbwegs ordentlich das zu balancen? Und die Beta machen sie ja auch nur, damit sie nochmal kostenlose Tester reinbekommen. Was meinst du, war nie? Achso, Balance war nicht so ihre Stärke. Ja. Ja. Die Sorg war ja bei Diablo 2 einfach mal 20 Jahre lang
Overpowered. Allein durch den Teleport-Skill. Ist ja immer noch für bei vielen Leuten der Standard-Starter. Der Standard-Magic-Find-Charakter. Na? Warum fehlt mir Animus? Bei Resurrected meinst du? Jetzt habe ich ein Problem. Habe ich irgendwo einen Animus-Träger übersehen? Ich habe den Bereich geklärt, aber nicht genug Animus. Nicht cool. Backtracken. Bin ich vielleicht beim Quatschen zu schnell durchgelaufen? Hab nie aufgepasst. Moment, das kriegen wir schon noch hin. So, was sagst du? Assassine kann mit den Runen, mit den neuen Runen, wird alles farmen auf der ganzen Map, wie die Sorg die Leiter davor. Und Assa braucht nicht mal den Zauber dafür. Was spielt man denn da für eine Assa? Kampfkunst oder was? Weil ich weiß, bei Kampfkunst hast ja fast alle Elemente dabei. Bei Phönixschlag oder sowas hast du, glaube ich, alle drei. Also hast du zumindest drei Elemente dabei. Kicksen. Ach, da unten ist Animus. Ich hab's bloß vergessen einzusammeln. Das reicht aber nie ganz. Da unten ist auch noch was liegen geblieben. Ich sag doch, ich bin zu schnell durchgerannt. Und hab vergessen, das Animus-Zeug einzusammeln. So, jetzt haben wir's. Was macht das Runenwort? Warum ist das so overpowered? Also dass diese Knochenmager so schnell sterben,
Gefällt mir nicht so ganz. Aber ist eigentlich trotzdem eine gute Kombi. Ein gutes Setup. Muss mal schauen, aber vielleicht aus Faulheit würde ich wieder zu den Kältemagiern zurückwechseln. Einfach nur aus Faulheit. Schau mal ins Discord. Momentchen mal. Momentchen mal. So, Mosaik-Runenwort in Krallen für Assassine. Very fast attack speed. 50% Chance for finishing moves. To not consume charges. Das heißt, du könntest quasi den Finishing Move mehrmals einsetzen, ohne ihn aufladen zu müssen, wenn du Glück hast. 2 zum Martial Arts, 20 Increased Attack Speed, 52 ED, 20 AR, 7 Life Leech, 15 zu Cold Skill Damage, 15%, 8% zu Lightning Skill Damage, 15% zu Fire Skill Damage. 3 zu Blades of Ice. Was ist ein Blades of Ice? Bin mir gerade nicht ganz sicher, was Blades of Ice ist. Und Prevent Monster Heal. Oh, Prevent Monster Heal ist geil. Schönes Add-on. Was hast du jetzt geschrieben? Die Waffe zweimal an, dann kommst du auf 100%. Ah, das ist ja gemein. Das haben die aber nicht gut durchdacht. Das hätten die bei 50 cappen müssen. Das heißt, du lädst deine Charges auf, hast dann eine Tri-Elementar Attack, ne, oder? Du hast doch Feuer, Eis und Elektro und kannst die immer wieder benutzen, ohne die Charges zu verlieren. Ja, das ist brutal. Das ist auf jeden Fall brutal. Vor allem, weil du dann halt eine gigantische Elementarabdeckung hast, ne? Kannst du in jedem Bereich kämpfen gehen. Ja, aber wahrscheinlich so wie man Blizzard kennt, dann erst in der nächsten Season oder so. Also ich glaube nicht, dass die jetzt mit Season noch was ändern. Oh, dass da keiner von denen dran gedacht hat beim Entwickeln. Oder die haben das absichtlich gemacht, um dieses Runenwort so zu boosten, dass es alle spielen. Dass alle mal wieder Bock haben auf Assassine. Und dann, wenn die Season durch ist, dann nerven die das runter. Und boosten irgendwas anderes. Wenn du eine Base hast mit Phoenix plus 2 und andere Sachen schon drauf. Naja, genau, ne? Krallen haben ja auch noch Skills drauf. Jetzt schon wieder nicht aufgepasst beim Zocken und Labern. Das Item wird wohl hier sein. Wieso loswerden? Nein. Was ist los?
Ich sag bloß, ich verpeile immer, was ich einsammeln muss. Ach nein, alles gut. Ich freue mich, wenn ich jemanden zum Reden habe. So, gucken wir mal. Blutbischof, der schon wieder. Den kennen wir doch schon. Easy Ding. Anton, sag mir, wo es lang geht. Das ist 4. Da muss ich später mal drüber nachdenken. Ja, Rest kann, glaube ich, in die Tonne. Ja, das Ding hat ein bisschen mehr. Aber ich bleibe bei den Schadenswerten. Jetzt finde ich alles, genau. Jetzt merke ich nicht mehr, wenn ich was übersehe. Ich denke, ich habe alles gefunden. Mal zerlegen gehen. Hier liegt immer so viel Müll rum. Räumt euren Scheiß weg. Gehen wir zu der guten Dame. Ich soll nicht so viel labern, die alte Frau. Kennen das ja alle schon, deshalb skippe ich das. Oh Gott, nee, nicht der. Da kackt der Leichen aus, genau. Ich finde, das ist ein sehr praktischer Skill. Du bist kurze Zeit unverwundbar, kannst aus prekären Situationen raus und du produzierst sogar noch Leichen. Optimal. Was will man mehr? Ich bin so gespannt auf den Golem. Ich will den Golem sehen. Mit Level 25 kriegen wir den. Wir sind kurz davor. Wir sind 23, glaube ich, oder? 22? Ich weiß nicht. 22. Bis heute Abend will ich es noch schaffen. Für den hier Weltenboss. Who are you to demand? Füll den Kelch mit Banditenblut. Das kriege ich hin. Gibt es eine Primärattacke, die Leichen produziert? Ja, gibt es. Du meinst Primärattacke sowas wie Knochensperren, ne? Es gibt da die Attacke. Zersetzen. Erzeuge Essenz 6 pro Sekunde. Reißt das Fleisch von den Knochen eines Gegners,
verursacht 150 Schaden pro Sekunde und bildet aus dem Fleisch alle 2,5 Sekunden eine nutzbare Leiche. Ja. Genau. Ich habe sogar ein Legendary gefunden, was man damit gut kombinieren könnte. Nämlich, dass er drei Gegner gleichzeitig so angreift. Und wenn dann eine Leiche gespawnt wird, kannst du dann, hast du sogar eine Chance, dass er noch drei spawnen. Ja, das ist eine Standardattacke auf Linksklick, ja. Aber ich habe hier Knochensplitter zurzeit drin. Ich benutze weder noch, weil ich eigentlich immer genug Essenz habe. Die Standardattacke ist ja quasi die, die du einsetzt, wenn du keine Essenz mehr hast. Aber ja, ich habe auch schon so ein bisschen Theory Crafting betrieben. Es gibt da so ein paar schöne Skills. Zum Beispiel gibt da einen, der produziert dir Stählung. Das ist wie so eine Art extra HP oder Rüstung, wenn du Leichen produzierst. Das heißt, du könntest das in Kombination mit Zersetzen wahrscheinlich sehr gut benutzen, um einfach zu facetanken. Ein Schatzgoblin. Verdammt, der ist viel zu schnell. Wo sind die jetzt hin? Ist der hochgelaufen? Ist der runtergelaufen? Ich bin ein bisschen langsam mit dem Charakter. Ja, Leichenexplosion. Dafür wäre das natürlich auch nicht schlecht. Ja. Es gibt, wie gesagt, du kannst ja auch mit dem Ding hier Leichen erzeugen. Und dann kannst du mit Schnitter, also das ist dir deine Kriegerskelette. Die habe ich so ausgewählt, dass die eine Chance haben, auch Leichen zu spawnen, wenn die Gegner angreifen. Und ich habe das Gefühl, alles beim Necro ist stark. Bloß ich spiele nicht Alterne Jungfrau. Ich spiele gerade anderes. Ne? Aber ich habe das Gefühl, irgendwie alles bei dem ist stark. Ich habe schon so viele Skills gesehen, wo ich mir denke, das könntest du so geil zu dem und dem kombinieren. Habe ich es gerade drin, ist die Frage. Gerade keinen Helm damit an. Ich müsste irgendwas. Moment. Ja. Die Skelette töten ja auch so schon alles. Also keine Ahnung, wie ich es jetzt zeigen soll. Mal, die zerfetzen so oder so alles. Achso, du willst den Text lesen. Ah. Verflucht den Zielbereich von Eisen. Verflucht den Zielbereich. Punkt. Von Eiserne Jungfrau betroffene Gegner erleiden jedes Mal 50 Schaden, wenn sie direkten Schaden verursachen. Hält bis zu 10 Sekunden an. Höhere Level erhöht den Schaden, den sie zurückbekommen. Dann kannst du noch verbessern. Eiserne Jungfrau kostet keine Essenz mehr. Stattdessen erhaltet ihr 5 Essenz für jeden verfluchten Gegner. Wirkt nicht bei Gegnern, die bereits von Eiserne Jungfrau verflucht sind. Und dann kannst du jeweils eins davon noch weiter skillen. Also entweder oder. Jedes Mal, wenn ein von Eiserne Jungfrau betroffener Gegner stirbt, werdet ihr um 5% eures maximalen Lebens geheilt. Oder wenn mindestens 3 Gegner von Eiserne Jungfrau betroffen sind, erhöht sich der Schaden um 15%. Dann kombinierst du das noch damit. Ihr fügt verfluchten Gegnern 3% mehr Schaden zu. Ja, du kriegst noch eine Heilung, ne? Ich kann mir echt krass vorstellen, dass es da so viele coole Sachen gibt, die man bauen kann.
zersetzen mit Stählern und eiserne Jungfrau, bist du quasi ein Mega-Tank, der alles face-tankt. Der stellt sich hin, macht eiserne Jungfrau drauf, macht zersetzen und heilt sich einfach die ganze Zeit und produziert Leichen und so. Und dann vielleicht noch eine Kadaverexplosion hinterher. Also ich kann mir so viele coole Builds hier vorstellen. Es klingt alles geil. Du hast einfach nicht genug Skillpunkte und nicht genug Skillslots dafür. Das ist das Problem. Du hast nicht genug Platz für die Skills. Viele Dots. Hat er viele Dots? Du kannst Kadaverexplosion in einen Dot verwandeln. Du. Also warte mal, du. Moment mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei den Grundattacken einen Dot gibt. Oder ob man hier irgendwas zu einem Dot machen kann. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall bei den Basis-Skills gibt es Pest. Das schleudert eine Kugel und wenn die dann jemanden trifft, produziert das so einen verseuchten Boden. Und das ist auf jeden Fall ein Dot. Siehst du hier von 6 Sekunden 401 Schaden. Das wäre dann dein Basisangriff. Und dann hältst du Kadaverexplosion. Die kannst du umwandeln in ein Miasma, welches auch einen Dot macht. Dann die Flüche. Leichenranken ist eigentlich kein Dot. Knochengeist ist kein Dot. Bei den Ultimativen müssen wir da mal reinschauen. Da habe ich noch gar nicht reingelesen. Das kommt mit dem nächsten Level ab. Bei Grund sollte eins dabei sein, meinst du? Müssen wir mal lesen. Blutige Ernte. Blutige Ernte ist kein Dot. Ich weiß nicht, ob man zersetzen als Dot zählen möchte. Es ist halt kanalisierend. Wenn du aufhörst zu kanalisieren, kommt kein Schaden mehr. Das ist kein Dot. Dot ist einmal drauf und dann kommt er über Zeit. Aber das hier finde ich voll krass. Also dieses Blutsturz kann man auch ziemlich gut benutzen, um Stählung zu erhalten. Ich sehe hier keinen Dot, tut mir leid. Also bei Grund ist kein Dot dabei. Bei Basis definitiv. Fest. Ja, das ist doch aber kanalisierend. Solange du kanalisierst, das ist kein Dot. Damage over time ist, das wird einmal angewandt und dann macht es Schaden über Zeit. Wenn ich aber kanalisiere, dann mache ich ja nicht bloß einmal. Dann hänge ich ja daran fest. Das ist doch kein Dot. So definiert, definiert. Kann ich nicht mehr reden. So definiert man doch keinen Dot. Also, solange du kanalisierst, machst du halt diesen Schaden pro Sekunde, ja. Aber das ist für mich kein Dot, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Spiel das als Dot sieht. Ich würde das nicht als Dot sehen. Ich würde das als kanalisierten Skill sehen. Na? Pest ist auf jeden Fall ein Dot.
Wie Vergiftung halt, ne? Oder sowas. Aber es gibt bestimmt auch noch irgendwelche Legendaries, die dafür sorgen, dass bestimmte Skills eventuell zu einem Dot werden. Könnte ich mir vorstellen. Es gibt so viele interessante Legendary-Effekte. Die muss man erstmal alle entdecken. Guck mal hier, das zum Beispiel. Zersetzung kann bis zu 2 zusätzliche Ziele treffen. Das ist doch voll geil, oder? Da kannst du extrem viele Leichen damit produzieren. Wenn ihr getroffen werdet, während ihr nicht gesund seid, bildet sich 4 Sekunden lang eine magische Blase um euch. Das ist doch wie das hier, oder? Ah, Tatsache, das ist das. Kann nur alle 90 Sekunden, ja, das ist das. Ist ein cooler Effekt. So, wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Beim Einsammeln, ne? Kein Problem. Wenn du Fragen hast, sag Bescheid. Also wenn du noch mehr Fragen hast, einfach was sagen. Ach, bin ich schon voll mit Raunenden. Wirklich. Was haben wir hier? Lohnt sich nicht. Raunende Obolusse, das ist so eine extra Währung hier. Die benutzt man beim Kuriositätenhändler für entweder Schlüssel für Truhen oder für Legendary, nee, für gelbe Items. So ein bisschen wie, ich glaube, man kann auch Legendaries rausziehen. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Gamblen bei Diablo 2. The Reverend Mother was wise to choose you for this task. The chalice is now ready for her. Fadala. Ach so, ich habe D3 schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was man das machen kann. Ich kann es dir kurz zeigen. Nennt sich Kuriositätenhändler. Und da kannst du halt unbekannte Items kaufen. Du weißt halt nicht, was drauf landet. Ja, gamblen halt, genau. Das hier. Das ist die Währung hier. Ach, mein Mauszeiger ist wirklich davor. Sehe ich gerade. Hier, diese Währung. Keine Ahnung, ob ich irgendwas kaufen soll. Das Maximum? Ja.
durch bestimmte Errungenschaften oder sowas, ne? Not much. Fair bit of math. It seems your prayers have been answered. Oh, bad luck. Wow, ich hatte ein Legendary dabei. Da war ein Legendary dabei. Wir gucken es uns gleich mal in Ruhe an. So, einmal blau, einmal komplett Mist, einmal gelb und einmal das hier. Ihr erhaltet 4 Sekunden lang 0,5% höhere Rüstung, wenn ihr irgendeine Art von Schaden verursacht. Bis zu 50% stapelbar. Das ist ja absoluter Hammer, oder? Plus 1 für Eiserne Jungfrau ist für mich irrelevant. Aber der Effekt ist der Hammer. Wenn ich später einen besseren Helm finde, kann ich den Effekt einfach beim Okkultisten per Aspekte extrahieren und auf die bessere, auf den besseren Helm übertragen. Muss natürlich ein gelber Helm sein, ne? Aber der Helm sieht cool aus. Guck dir das mal an. Der Helm sieht cool aus. That's good salvage. Slot auf Waffe keins verfügbar. Ich hab eine Zweihandwaffe. Edelstein. Ich habe Edelsteine, ja. Ich hab hier keinen Slot. Ich könnte einen Slot reinsetzen, aber warum? Also, ich bin noch nicht Level 25. Wenn ich Level 25 bin und dann die Level 25er Ausrüstung finde, dann fange ich vielleicht an, noch Sachen reinzustecken. Jetzt lohnt sich der Aufwand nicht. Ich bin eh schon zu stark. Weißt du? Aber jetzt auch noch Aufwand reinstecken in Ausrüstung, die ich in 2 Leveln wieder austausche, weiß ich nicht. Aber ja, theoretisch könnte ich noch ein Steinchen reinsetzen. Ja, ja, du kannst Sockel hinzufügen. Jetzt kommt ein mächtiger, mächtiger Dämonenkampf. Come to watch your friend die. Please, save her. Father Inarius, as I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Let the light fill the darkness within all of us. Oh, your pitiful chanting again! Why are you so eager to watch me freeze her blood? Let the light push out the darkness hiding within this woman. Father, force this demon out! I knew it! I knew you were involved in something abhorrent! Geh weg! Sonst bring ich dich um! Stop this instant! The Reverend Mother will learn of this heresy! I will see you all burn! Father, forgive me! Bam! Voll in die Fresse! Ah, die Szene, die mag ich jedes Mal. Mir fällt gerade auf, wir hatten einen Level-Up. Wir können jetzt die ultimative Attacke wählen. Blutwelle. Ultimativ Blut. Abklingzeit 48 Sekunden. Beschwört eine Flutwelle aus Blut, die 450 Schaden verursacht und Gegner zurückstößt. Beherrschung von Golems.
Das werden wir auf jeden Fall auch noch lernen. Aber wir gucken erstmal. Blutwelle verlangsamt auch noch Gegner. Ich glaube, Blutwelle ist eventuell der Skill, den der letzte Storyboss benutzt hat. Wisst ihr noch, wo dann diese Metallrüstung kommt und einen beschützt? Da kam dann, nachdem der erste Mal mit dem Schutz aufgetaucht ist, hat er angefangen, auf dem Feld immer wieder so eine Wellen Blut so lang gehen zu lassen. Es könnte eventuell der sein. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ja, bloß dass seine Blutwelle viel, viel kleiner, aber viel, viel langsamer war. Ne, die ist richtig konstant geblieben. Aber sieht sehr interessant aus. Einmal fett über die Runde gehauen. dann Armee der Toten. Ruft die tief vergrabenen Toten herbei. Die nächsten 7 Sekunden erscheinen unberechenbare Skelette, explodieren in der Nähe von Gegnern und verursachen 150 Schaden. Wenn die unberechenbaren Skelette von der Armee der Toten explodieren, besteht eine Chance von 15%, dass sie eine Leiche hinterlassen. Das ist interessant für mich. Armee der Toten erweckt auch eure Skelettkrieger und Skelettmagier. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist auch cool. Wir haben gar nicht so viele Punkte für die Beta, aber für das volle Game wird das dann interessant. Wenn man 4 Sekunden lang gesund ist, erhalten wir und unsere Diener Angriffsgeschwindigkeitsbonus. Mehr Schaden für unsere Diener, solange wir in der Nähe sind. Okay. Die können nicht gewone-shottet werden. Man kann meine Diener nicht one-shotten. Die können allerhöchstens 75% des Schadens mit einem Hieb verlieren. Das ist cool. Bei richtig starken Gegnern. In Essenz gebunden. Alle 5 Sekunden heilt die Heilung eures Skelettpriesters eure Skelette um 20% ihres maximalen Lebens. Armee der Toten. Ist so nicht so spektakulär. Aber wenn man bedenkt, dass es ja dann auch noch Leichen erzeugen kann und meine Skelettkrieger und Skelettmagier alle beschwört. Das heißt, wenn sie gerade von dem Boss niedergemäht wurden, kann ich sie mit einem Klick wieder alle auftauchen lassen, statt sie alle einzeln zu beschwören. Das macht es interessant. Was haben wir hier noch? Der Knochensturm. Ein wirbelnder Sturm aus Knochen umgibt euch und euren Golem und fügt Gegnern in der Nähe im Verlauf von 10 Sekunden 900 Schaden zu. Das ist ein Dot. Eure Schadensreduktion ist um 15% erhöht, solange Knochensturm aktiv ist. Eure kritische Trefferchance ist um 20% erhöht, solange Knochensturm aktiv ist. Die Frage ist, wie groß ist Knochensturm? Das gucken wir uns mal an. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwünscht. Einmal so richtig schön über den Bildschirm, weißt du? Aber ja, auch nicht schlecht, ne? Die Blutwelle gefällt mir in dem Sinne, dass es einmal über das ganze Feld geht, aber ein bisschen wenig Schaden. Der Knochensturm hält dafür länger an. Am meisten Sinn von der Utility her macht wahrscheinlich die Armee der Toten für mich. Wobei ich mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher bin. Vielleicht macht es sogar mehr Sinn, einfach nur die Punkte in den Golem zu stecken. Aber
Wir müssten das mal in einem tatsächlichen Kampf ausprobieren. Ne? Der Priester. Die Heilung, wie viel macht denn die Heilung normalerweise? 10%. Nee. Der 5 Sekunden lang eure Diener stärkt, wodurch sie 20% mehr Schaden verursachen und um 10% ihres maximalen Skill. Okay. Hier sind es 20, also es erhöht nur die Heilung. Es erhöht nur die Heilung. Ja, und dass sie nicht gewone-shottet werden können, ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das sind alles Sachen, die machen megamäßig Sinn, die zu skillen, aber ich glaube nicht in der Beta, weil du nicht genug Punkte dafür hast. Aber später dann, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Wir kriegen jetzt noch 2 Level-Ups rein. Und diese 2 Level-Ups könnte ich entweder in die Armee der Toten stecken. Oder ich könnte sagen, keine Ahnung, die Ultis sind alle dämlich. Ich nehme sie raus, mache dafür alle 3 Punkte in den Golem, powere meinen Golem auf und mache dann als 4. Skill halt keine Ulti, sondern weiß ich nicht. Vielleicht ein Fluch, altern, alterne Jungfrau, sowas. Wäre auch eine Alternative. Jo. Auf jeden Fall. Erhol dich, Digga. Danke fürs Reinschauen. Und ich hoffe, ich habe ein paar Fragen von dir noch klären können. Und ja, man sieht sich, ne? Ich zocke auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Diablo 4 dieses Wochenende. Also wenn du Bock hast, schau rein. Wenn auch immer du willst. So, wir bekämpfen jetzt mal den Boss hier. Nur danke dir. Tot, bevor die Skelette was machen konnten. Die gute Dame gerettet. Perfekt. My friend, give me just a moment and I will meet you outside. Wollte die nicht rauskommen? Ach, da ist sie. Yes. 15.000 XP dafür bekommen. Und ein Item. So, wo gehen wir jetzt leveln? 2 Level fehlen uns noch. Noch irgendein Dungeon? Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf irgendwelche Dungeons. Ich gehe mir auf den Keks. Versuchen wir es nochmal bei den Vampiren oben. Ich weiß. Ansonsten einfach den Rest der Karte erkunden oder sowas. Also. Wollen den ja eigentlich nur noch auf Level 25 kriegen. Und dann diesen World Boss machen. Und dann ist der Plan für morgen Druide. Beziehungsweise wir können den von mir aus auch dann gerne schon heute Abend anfangen. Weiß nicht. Sehen wir dann. Und Montag?
Barbar. Wir haben noch die Sorg, die wir noch ein bisschen leveln wollten. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, Charaktere zu leveln. Nur um Skills auszuprobieren. Warum kann man die nicht verletzen? Dass man die Skelettmagier so oft wiederbeleben muss, das gefällt mir nicht. Das würde ich eventuell nochmal umskillen, wieder in Richtung Kälte oder sowas. Ja, ich weiß, die Synergie ist da, ne? Leichen erzeugen, Stählung und bla bla bla. Aber das macht mir zu aktiv und ihr kennt mich. Ich mag diesen extrem aktiven Spielstil nicht. Mal in Ruhe angucken. Ich finde es merkwürdig, dass ein Ring genauso viel Platz einnimmt wie eine Zweihandwaffe oder wie eine Rüstung. Das fand ich in Diablo 2 besser, dass da Sachen verschiedene Größen hatten. Hier ist jedes Item gleich groß. Macht nicht viel Sinn. Aber was auch immer. Irgendwo gab es auch einen Level 35er Boss. Den hatten wir mit der Rogue, glaube ich, mal entdeckt. Hat uns aber nichts gebracht, weil er dann halt Level 35er Items droppt. Kein Schwein anlegen kann.
Nice. Wir laufen erstmal weiter. Jedes Mal das Gleiche raus. Ja, also solange hier keine anderen Spieler nerven, kann man das eigentlich so recht gut machen. Diese Runde laufen. Ich weiß nicht, ob man dazu noch hier hochgehen sollte. Ne? Jetzt ist die Frage, wie lange die zum Respawn brauchen. Und ob es vielleicht einen besseren Weg gibt. Ah, hier ist halt jemand, der auch tötet. Nervig sowas. Deshalb mag ich das nicht, dass das hier so eine Art MMO ist oder sowas. Du kannst nicht ordentlich farmen gehen, weil immer jemand anderes dir gerade vor der Nase die Viecher wegschlachtet. Also ich weiß nicht, die Ulti, alle drei Ultis finde ich relativ underwhelming dafür, dass die halt ultimativ heißen. So ultimativ finde ich die gar nicht. Irgendwo kämpft wieder jemand. Ich hab's gerade gehört. Schade. Ja, ich frage mich, ob man sich wirklich vielleicht irgendwo hinstellen könnte, wo man nichts machen muss. Wahrscheinlich bei einem Event, was immer wieder neu auftaucht. Dann bräuchte man halt eins, was man machen kann, ohne eine Interaktion, wo man sich einfach was hinstellt und die Skelette machen alles. Und dann müsste ich natürlich auf Eismagier wechseln, damit sie mir nicht wegsterben.
Nicht wahr? Da oben habe ich was gesehen. Das war aber hier oben. Wie soll ich denn... Wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt wieder meine Liste raussuche mit den Lilith-Altären und die alle abgehe, dann bin ich ganz schnell Level 30, weil die ja alle XP geben. Boah, wer will das schon so machen? Ist der Boss vielleicht wieder da? Kann man den farmen? Ob man hier unten stehen bleiben kann und die respawnen? Ich weiß es nicht. Wäre lustig. Na gut. Gehen wir mal woanders hin. Die Map erkunden. Wo waren wir noch nicht? Also da oben geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter. Hier könnte man mal hin. Ja, sorry für die das jetzt hier langweilig ist, weil das nur sinnloses Gelevel ist. Wenn ihr es auf YouTube guckt, klickt weiter. In der nächsten oder übernächsten Folge kommt dann wahrscheinlich der Weltenboss. Ich weiß es nicht. Für die, die live zugucken, ja, was soll ich sagen, also. Wir sind ja schon durch mit der Story. Wir haben eigentlich alles erkundet, mit anderen Charakteren schon. Jetzt wird es halt wirklich repetitiv. Wenn ihr bloß den Vault-Boss sehen wollt, dann müsst ihr halt so gegen 19 Uhr nochmal reinschalten. Da sollte der dann kommen. Ich werde auch die Augen so ein bisschen offen halten in die Richtung... Ich muss mal erstmal die Region noch erforschen gehen, fällt mir gerade auf. Damit ich das dann auch sehe, wenn er spawnt. Wenn Zersetzung eine Leiche erzeugt, erhaltet ihr 10 Essenz, nur Totenbeschwörer. Kann mir echt vorstellen, dass das mit Zersetzung da richtig coole Builds gibt. So viele coole Effekte, die wir dafür finden.
glaube, das ändern wir jetzt. Es ist mir zu nervig, dass die sich selbst kaputt machen. Wir nehmen Kälte. Und nehmen das mit den Extra Essenz. Gut ist. So. Ist zwar nicht so eine gute Synergie jetzt, wie es davor war, aber das ist ein minimaler Unterschied. Also das einzige Synergiemäßige daran war ja, dass wenn so ein Kälteskelett stirbt, so ein Knochenskelett stirbt, dass es dann eine Leiche hinterlässt. Ja? Und diese Leiche ist ja dann für mich wieder Stehlung. Aber ich habe lieber Skelette, die nicht so oft verrecken. Hier feines. Was einnehmen? Was für ein Event ist denn hier? Es zeigt ein Event an, aber ja, nichts aktiv. War doch gerade das. Das ist so ein Rucksack. Rüstung müsste ich bald mal austauschen. Rang für Schnitter. % höhere Kontrollverlustdauer. Also das Event war jetzt merkwürdig. Da war einfach keins. Oder ich habe es nicht gesehen. Wir müssen mal hier hinreisen und das mal freischalten. Was ist hier? Schreie der Unschuld. Habe ich keinen Bock auf die. Auf den Dungeon. Wenn ich Dungeons jetzt zurücksetze. Dann könnte hier quasi wieder was Neues auftauchen, oder? Und nun? Was jetzt passiert? Sind jetzt neue Skills drin, oder? Ja, sind neue Skills drin.
Ja, cool, wenn man irgendwo eine Liste hätte, welche Dungeons man zurzeit aufgedeckt hat und welche Kodexe da zu holen sind. Ne, Blutwoge ist doch hier wieder da. Oder ist das ein Story-Dungeon? Blutgeheul ist immer noch drin. Da wurde nicht zurückgesetzt. Wahrscheinlich geht das in der Beta einfach noch gar nicht. Okay. Never mind, ha? Oh, jetzt geht das mit dem Event. Ich hab dir doch geholfen. Was willst du noch? Nö. Was krieg ich davon? Was krieg ich dafür? Was hab ich davon? So kurz vor dem Level ab. Sucht in der Wildnis nach der Feueraxt oder Holzfäller-Axt. Das ist doch diese Axt, die dann den einen NPC wahnsinnig gemacht hat, ne? Das kam aus der einen Quest dann eine Folgequest. Machen wir das mal. Irgendwo dort. Wo ist die Axt? Axt.
Ach was. Ach hier. Geben wir die noch mal fix ab. Und dann mache ich wahrscheinlich wieder ein kleines Päuschen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich dann... Ja doch, wir streamen dann weiter, wie wir leveln. Aber ich schmeiß das nicht mehr ins YouTube-Video. Das nächste YouTube-Video werde ich dann anmachen, wenn wir beim World Boss sind. Das heißt, das... Nichts da, was es da groß heißt. Genau das ist so. Genauso machen wir das. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Wenn wir wiederkommen, leveln wir noch ein bisschen weiter. Aber YouTube kriegt dann direkt den World Boss zu sehen. Ne? Gut. Dann würde ich mal sagen, bis gleich, bis später. Mal gucken. Wir müssen uns auch mal die Items hier alle in Ruhe angucken. Bis gleich.